Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen und heute eine sehr, sehr fröhliche Nachricht. Der TV-Arzt Dr. Wimmer wird wieder Vater. Ja, wir kennen ihn alle sowohl aus TV als auch von YouTube oder vielleicht von seinen Büchern, denn er ist natürlich auch Bestseller-Autor Dr. Johannes Wimmer. Er wird jetzt wieder Vater und das Ganze ist natürlich sehr brisant, denn im November 2020 musste sich Dr. Johannes Wimmer von seiner erst 9 Monate alten Tochter Maximilia trennen, denn sie starb an den Folgen eines damals sehr aggressiven Hirntumors. Umso mehr freut es uns natürlich, dass es jetzt wieder geklappt hat. Und er sagte gegenüber einer Zeitung: Mein Vaterherz schlägt fröhlich und laut, das Medizinerherz ist gespannt. Dennoch mischt sich natürlich unter all diesen schönen und tollen Gefühlen nach wie vor die Trauer um die Tochter. Er sagte, viele Gefühle kommen wieder hoch, zum Beispiel durch die alten Sachen, die noch nach Maximilia riechen. Wir freuen uns natürlich alle sehr, haben sehr, sehr mitgefiebert, nachdem wir diese Nachricht gelesen haben. Deswegen wollten wir sie euch auch mitteilen. Gleichzeitig hat er noch einen sehr, sehr schönen Gedanken geteilt. Er hat nämlich gesagt, ich habe im Kopf überschlagen, wann das neue kleine Leben entstanden ist. Wenn Clara jetzt schwanger ist, dann haben sie und Maxi sich ja die Klinke in die Hand gegeben. Vielleicht hat Maxis Seele der Seele des neuen Kindes erst noch alles gezeigt, bevor sie weitergezogen ist. Eine sehr schöne Vorstellung. Ja, das finden auch wir eine sehr schöne und vielleicht auch manchmal beruhigende Vorstellung. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von dieser News? Findet ihr es genauso begeisternd? Beziehungsweise was haltet ihr von Dr. Johannes Wimmer? Er ist wirklich ein sehr bekannter Arzt, ein sehr empathischer und authentischer Arzt. Schreibt aber mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sagen bis zur nächsten Meldung und ciao.